Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von der Volksbank Weinheim. Wir fördern Wirtschaft und Kultur. Der Sommertag ist grün. Der Sommer und der Winter, das sind Geschwisterkinder. Strich, strich, der Sommertag ist grün. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Sommertagszug 2011 bei strahlendem Sonnenschein. Ja, es ist eine kleine Sensation. Wir müssen den Winter diesmal gar nicht vertreiben, er ist freiwillig gegangen. Trotzdem gibt's von den Weinheimern noch einen feurigen Abschiedsgruß, damit er auch wirklich verschwindet. Ach, und wer unter dem Schneemann steckt, das finden wir natürlich für euch auch noch heraus. Habt ihr eine Ahnung, wer unter dem Schneemann stecken könnte? Nö, keine Ahnung, nee. Eher ein Mann oder eher eine Frau? Mann, Mann. Glaubt ihr, da steckt jemand drunter? Nein, nein. Ach, der läuft von selbst? Nein. Ich glaube, der wird geschoben. Ist da der Schneemann drunter? Nein. Ist er nicht, aber wir werden ihn noch finden. Ja, liebe Zuschauer, wir haben den Schneemann gefunden und jetzt lösen wir mal das Rätsel, wer da drunter ist. Hallo, Schneemann! Wie wird man denn Schneemann? Ja gut, das ist ein Kindheitstraum. Ich bin ja früher als Schüler immer mitgelaufen mit dem Sommertagszug und später war ich jedes Mal, auch wenn unsere Kinder dabei waren, am Straßenrand gestanden und immer wenn der Schneemann vorbei ist, habe ich mir gedacht, Mensch, das wird mich auch mal interessieren. Sind Sie das erste Mal jetzt in diesem Amt? Das erste Mal. Im letzten Jahr habe ich den Frühlingsmann getragen, also den nebendran. Und was ist das für ein Gefühl? Ja, also im Moment ist es so, dass ich ein bisschen mit dem Gleichgewicht kämpfen muss, aber vom Gewicht her ist es okay. Es ist halt ziemlich hoch im Gegensatz zu dem anderen nebendran, den ich schon mal getragen habe. Aber ich denke, das klappt. Habt ihr die Räder selber geschmückt? Ja. Und ist es jetzt das erste Mal, dass man wieder mit dem Rad mitfahren darf? Ja, das ist das erste Mal nach Jahren wieder. Warum? Ich glaube, das wurde aus Sicherheitsgründen verboten, aber genau einen Grund weiß ich selbst nicht. Ich bin nämlich früher auch mit dem Rad immer mitgefahren. Ich bin immer mit dem Fahrrad mitgefahren, mit dem geschmückten Fahrrad. Und heute sieht man ja wieder die Fahrräder, aber die waren lange Zeit aus dem Blickfeld verschwunden. Warum? Puh, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Es gab wohl mal einen Beschluss des Komitees, aber es spricht ja eigentlich nichts dagegen, dass Fahrräder auch mitfahren. Es ist halt so, der Zug ist sehr langsam und es ist ja keine Fahrgeschwindigkeit. Also das heißt, es empfiehlt sich dann die Fahrräder zu schieben, aber es geht sicher ja nicht um das Fahren, sondern es geht ja darum, eben die geschmückten Fahrräder zu zeigen. Und das Fahrradfahren steht natürlich auch für schönes Wetter. Wir haben diesmal 3.300 Stück gedruckt und 3.000 brauchen wir für die Zugbetreuung, weil so sehr viele Gruppen haben sich angemeldet und es ist ein sehr bunter Frühlingszug und auch der erste hier an der Bergstraße. Vielen Dank. Dankeschön. Habt ihr auch schon den Schneemann gesehen? Ja. Ja.
Da muss ich euch nämlich mal was fragen. Glaubt ihr, dass da jemand drunter läuft? Ja. Eher ein Mann oder eher eine Frau? Mann. Der muss nachher ganz schön schnell raus, ne, wenn es Feuer kommt. Ganz schön gefährlich. Wolltet ihr auch da drunter stecken? Jetzt geht's gleich los, der Schneemann wird gleich verbrannt. Ich muss ihm jetzt noch schnell Bescheid sagen. Hallo Schneemann, es geht gleich los, Sie müssen schnell raus. Okay. Windhafen. Ja, liebe Zuschauer, die Weinheimer im Farben- und Frühlingsrausch. Das war wirklich ein Bilderbuch-Sommertagszug. Hoffen wir mal, dass alles so bleibt und der Winter keinen zweiten Frühling erlebt. Jeanette Rosen aus Weinheim. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von der Volksbank Weinheim. Wir fördern Wirtschaft und Kultur.